War das nicht schon wunderschön? So, jetzt verfolgen wir diese Wichser wieder. Ist immer meine Schuld, wenn die aussteigen auf mich schießen, ne? Muss ja was Böses gemacht haben, wenn sowas wäre. Ihr könnt mich nicht ausschalten. Ich bin gerade im Death Battle Modus. Heute habe ich nicht so viel Geld dabei, Leute. Deswegen gibt es nur Mr. Grenade für euch. Frist. Was? So, auf dem Schock, ja, gehe ich mir erstmal was zu essen holen. Scheißegal, ob die Aufnahme noch an ist. Fuck, ey. Kinder. Scheiß Kinder, Mann. Ja, wir sind heute sehr spontan. Wayne ruft an. Was gibt's? Hey man, did you just call me? No man, must have been someone else. Yeah, must have been. I was in the shower and I heard the phone ringing, so I thought you might have called or something. My bad. Later. Was für ein Scheiß, ey. Gucken wir mal, ob ich noch einhändig fahren kann. Warum auch immer, weil... Ach so, ja, genau! Ja, wir wollten ja auch mal wieder erscheinen. Wir sind leider zu spät zu unserem Ding gekommen. Wir sind nämlich schwul. Obwohl, ich krieg gleich 3 Sterne. 3 Stück! Sag mal, was habt ihr gesoffen? Was ist am nächsten? Der hier. Cool. Wir haben eine falsche Richtung. Der wird mit einem scheiß Roller angefahren, obwohl sein Streifenwagen gleich da um die Ecke steht. Das ist doch nicht normal.
Was wärst du Pommes-Riffel gewesen, Freund? Nein! Nein! Die kommen schon wieder zur 80! Stell rein! Die habe ich nicht gesehen! Was ist mit denen kaputt? Ah ja, es ist wieder 80. Das erinnert mich gerade eben an Mafia. Wenn wir mit der Anzahl kurz hinkommen. Das ist ja nicht normal, ey. Du kannst auch ein bisschen übertreiben, Leute. Zum Beispiel, ja, damit. Hier mal nochmal zwei Hammer losschickt. I'm gonna eat my fish and fuck you! Wow, da muss ich schon mal durch. So, I'm safe. Warum? Ach, hast du das gesehen? Ich glaube, ich habe von ihm eine Haarwurzel erkannt. Das ist doch nicht normal, also mal ganz ehrlich, also das finde ich ja mal richtig behindert gerade eben. Der fährt trotzdem weiter. Der hätte mich ja auch einfach kommen lassen können. Nee, geht nicht. Das ging unser Prinzip. So. Kann ich jetzt bitte zum Diner fahren? Es geht, ihr habt mich doch gesucht, ne? Guck mal, jetzt fahre ich zwischen euch und ihr könnt nichts machen. Guck mal, ich überhole dich, du kannst nichts machen. Sehr schön. Das was freut mich. Soll das jetzt werden? Splash. Was ist denn das für eine Musik eigentlich? Oh. Mann, ey, die haben doch alle gesoffen. Jimmy hat nur Scheißsender in seinen Autos drin. Das ist jetzt schon das dritte, wo ich drin bin. Einmal hört er Jazz, einmal so eine ganze Zeit so ein Sender, wo die ganze Zeit gelabert wird. Und dann hört er Techno. Weil er aber wieder 10 Gramm geraucht hat auf einmal. Scheiße. So, jetzt machen wir mal Verfolgungsaction. Folge die Pavanos. Schon wieder. Mann, das wird ja nie langweilig. Wir sind die Pecorino-Armee. Guck mal, die haben wir neue Dienstautos. Aua. Hör auf mich zu schießen mit deinem Tentakelarm. Ja, das ist klar. Das sind auch nicht gescriptet. Nein. Das ist schwierig. Ah, der eine steht noch da oben. Sehr schön. So, diesmal nichts mit Explosion oder so. Ich habe echt keine Lust mehr. Das wisst ihr, glaube ich, auch selbst. Deswegen machen wir es ganz schnell und spaßlos. Ohne Probleme, ohne Ausrasten. Einfach sterben, Leute. Einfach sterben.
Ey, ihr könnt mich doch so an meiner dicken Fresse lecken, ey. Ja, und er ist der Tod, weißt du? Oh, fuck! Weg hier! Wenn ich jetzt einen Schuss abbekomme, bin ich tot. Diesmal sind es nur 2 Sterne. Keine 3. Was bist du nur? Ja, geschafft! Puh! Das war ganz schön knapp, wo ich mal so sagen. Okay, wir haben Phil wieder als Auftraggeber freigeschaltet. Okay. Ich bräuchte mal was zu essen. Wow! Das war knapp. Ich sollte dieses Deswegen werden auch so weniger Autos mehr produziert. Ich schaffe nur Arbeitsplätze. Mit dem, was ich das Autos kaputt mache. Peggy hat eine SMS. Nico, Jerry hat versucht, dich zu erreichen. Es geht mit einem Mädchen. Geh zu ihm in den Bau. Okay. Jetzt haben wir die Auswahl zwischen Phil oder Jerry. Was ist näher? Phil ist näher. Dann machen wir Phil. Wir waren sowieso die ganze Zeit bei den Iren. Jetzt kommen wir mal zum Italiener. Wow! Das gesehen, das war Beyblade. Fuck. Scheiße. Wow. Das sind die guten deutschen Autos. Die sind alle noch ganz. Kate ruft an. Was gibt's? Nico, I've been invited to your cousin's wedding. I didn't think you guys knew each other. Nor did I. He called me up and said that you really liked me and wanted me to be there. Is that true, Nico? I guess it is. I'll see you at the wedding then. Okay, Kate wurde zur Hochzeit eingeladen von Rob. Ist ja auch bald. Ja, ich hab eine Waffe, jetzt dreh nicht ab. You ain't getting in here like Fick that. Dich. Catch the wave. Tja, der Missionsswitch ist stärker als du, Protagonist. Ach. Protagonist statt ist. Hey, pal, what's going on? Not too much. How are you? I'm good. Wanna walk and talk? Sure. Tom, give me a call, my big buddy. Tell him I went out to get some fresh air. No problem. Ridiculous! I'm a grown man walking around like a chump. I'm sorry about this. Hey, no problem. So you're a friend of Ray's? A friend? Oh, I do some work for him. No, I mean a friend. I don't understand. Whatever you say, he's a slime ball, but he pays. Sure, pal, sure. Listen to me. The thing about Ray is, he's a good earner. He talks a lot of shit, but he's a good earner. I mean, he's a rat doing an impression of a man. That's pretty good. Phil! Phil! Wad, what do you want? It's the boss. Said you gotta head down to docks. Emergency. Said you'd understand. Ah, shit, it's 3 days early. Man on the meal, what am I gonna do? What's the problem? Nico. I'm gonna have to take a chance with you, pal. Okay. Come on, let's go. Ja, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Ja, come on, let's go. Scheiß drauf, ne? Okay, listen. There's a truck waiting for us. It's under the overpass off Catskill Avenue. Drive us there.
kann ich erst was essen, bevor wir die Mission machen, weil ich sterbe gleich. You scan this thing for bugs? No, but we can be pretty sure it's clean. Chill out. Alright. It's just that if we get caught on this one, you and me is going down for a long time. And that means that certain people is going to assume we're whacked, which means we'll get whacked. You're working with the wrong people, if you... If you go inside, where's the trust, Phil? It's about survival. If someone who knew what I knew got flipped... Ah, da ist ja auch ein Waffenladen, dann fahren wir da schnell mal hin, weil den Schutzweste und so. Someone who catches some heavy time is just an insurance policy. And it don't help that not everyone in the organization is pulling in the same direction. You mean that someone in the family would see someone else going inside as an opportunity to get ahead? We sell quality weapons and we know how to use them. Zumal könnt ihr eigentlich keine Burger oder so verkaufen, das wäre zum Beispiel richtig nett von euch. Aber es ist wahrscheinlich zu viel des Guten. Ja, viel. Ich kann halt 10.000 Waffen auf einmal tragen. Das ist cool, gell? Also, finde ich nice. So. Und das... Holen wir uns auch mal nochmal voll und Granaten holen wir auch wieder. So. Trotzdem, wenn wir uns irgendjemand noch anschießt, können wir trotzdem Leben abgezogen. Also brauchen wir trotzdem was zu essen. Doch viel. Viel. Komm, wir nehmen den Roller. Ist mir zu doof. Sind wir auch, glaube ich, ein bisschen schneller unterwegs. Was geht mit dir? Ha, Nico. Was geht mit dem? Auf geht's. You're a smart guy. Anyways, excuse me if I want to be absolutely sure that we got our asses covered. You're excused. What are we doing? We're taking a load of product off of some Russians the enchiladas have been dealing with. Who's helping those Irish idiots cause some beef between the enchiladas and their Albanian muscle a while back? Since that little love affair ended, they've been getting this Russian guy to supply them with sea. We just got the heads up that a shipment has arrived in Liberty City by boat. That's what the talk about the docks was. Exactly. We're taking the sea off the Russians so they can't deliver it to the enchiladas. Sounds straightforward. We take the coke so that the Russians and the enchiladas have a falling out. And we make some money in the process by selling the stuff. Easy. Shit, you sound like you're saying all this just so it's clear on the wiretap. For the record, I don't know what this man is talking about. We're rehearsing a scene for an acting class. I work in waste management. Everything we're saying is fiction. Sag mal, it has no bearing in the real world. Watch it. Ich bin gerettet. Im Jugendzentrum, dass ich das heute nochmal erleben. Vielen Dank, mein Freund. Du bist der Beste. So, damit sind wir vollkommen regeneriert. Komm schon. Oh, Steak mit Soboho steht an. Aber morgen erst, oder? Ja. Morgen. Am Morgen 0 Uhr. Was machen wir da jetzt? Du Phil, wir müssen, glaube ich, die Mission ein bisschen verschieben. Weil ich habe ein Date. Wiedersehen. Es tut mir jetzt echt voll leid, dass ich das jetzt gemacht habe, aber... Nichts anderes üblich. Ich habe keinen Erfolg mit Frauen und jetzt musst du halt auch mal warten. Ich brauche aber noch ein gescheites Auto dafür, ne? Ja, sehr schön. Also sie wohnt, glaube ich, wo wohnten die? Die wohnt. Da komme ich ja niemals hin. So schnell. Oder?
Ah, doch, müsste machbar sein. Komm. Beeilen wir uns halt ein bisschen. Schnell über die Brücken fahren. Wie das alles war, noch ein Zeitvergleich. 12 Uhr müssen wir da sein. Alles klar. Ob die da noch Bescheid weiß? Ach so!